Links hinter Kinan Brückhahn gegen Pielmeier, ein Verteidigungsspieler aus der Bayernligamannschaft des TSV Dachau, der vor einer Woche die Herren SA-Klasse beim 20. Anton-Kohler-Turnier in Neustadt an der Aisch gewonnen hat, im Finale gegen Mörtel von Winsbach. Hat vorher auch seinen in der Rangliste vor ihm stehenden Vereins- und Teamkameraden Michael Noll in einem sehr knappen Spiel geschlagen. Meines Wissens auf der Rückhand am Titel.